Herzlich willkommen zu Dicey Dungeons, ein neues Spiel, was ich euch hier vorstellen möchte. Und hoffentlich läuft es nicht so wie die letzten Vorstellungen, wo ich immer dachte, das Spiel ist cool, das zeige ich euch mal in einer Stunde oder anderthalb. Und dann war ich so fasziniert und habe es dann ewig weitergespielt. Nicht, dass ich das nicht erwarte. Ich glaube, Dicey Dungeons ist sehr, sehr cool, habe sehr viel Gutes drüber gehört. Aber ich kann jetzt nicht noch ein Let's Play in längeres anfangen, noch ein paar andere Sachen und demnächst starten auch ein paar große Sachen. Deswegen, ich stelle es euch erstmal vor, dann gucken wir mal weiter. Viel einzustellen gibt es. Ich habe alles schon gemacht, eben die Optionen. Mal kurz zeigen, man kann hier die Lautstärke einstellen. Kampfanimation, Vollbildsprache. Viel mehr gibt es nichts. Gibt schon noch Mods, aber das brauchen wir jetzt auch noch nicht. Das ist inzwischen die Version 1.1, ist vor kurzem erschienen. Gab schon den ersten größeren Patch. Ich habe es selber noch nicht gespielt, deswegen werde ich es jetzt gemeinsam mit euch lernen. Wir gucken einfach mal rein und ich bin sehr gespannt. Es ist so ein Rogue-like. Es ist so ein Deck-Building-Rogue-like-Kombination. Ich glaube, auch wenn man es nicht direkt vergleichen kann, ist, wenn man sowas wie Slay the Spire mag, dann wird einem Dicey Dungeons auch gefallen. Das ist zumindest so, wie was ich so ein bisschen mitbekomme bisher. So, eine Spielshow, bei der meine größten Spieleträume wahr werden. Die größten Träume oder Albträume. Finden wir es heraus. Hier ist unsere Gastgeberin. Die wunderbare Fortuna. Zurück im Labyrinth des endlosen Schreckens. Das klingt ja nicht so einladend. Der nächste Teilnehmer wird groß abstauben oder alles verlieren. Ich hoffe mal abstauben, aber den ersten Runs. Oh, no. Der Krieger. Der Krieger ist ein Würfel. Also es gibt, glaube ich, drei verschiedene Klassen. Also erzählt sie vielleicht auch. Hier. So. Endlose Verbannung riskieren in der Gameshow. Was ist das denn für eine Gameshow? Worum spielst du heute? Der Krieger möchte einen Monster Truck gewinnen und der stärkste Mann der Welt werden. So. Klicke auf die Kiste, um zu ihr zu gehen. Schaffe ich. Yes. Ich habe ein Schwert gefunden. Ja, nehme ich. Ein Feind. Space Marine Level 1. Ein neuer Spieler. Zeit, den alten Plasma Blaster wieder hochzufahren. Okay. Das Witzige ist, also, nur was ich bisher so verstanden habe, dass man würfelt. Aber dass man verschiedene Abilities und Items hat und es hängt davon immer ab, wie man die Würfel, die man hier unten dann würfelt, auf seine Items verteilt. Das ist so ein bisschen die Taktik dahinter. Wie es genau funktioniert, werden wir jetzt erleben. Aber jetzt kann ich eine 5 natürlich, wenn praktisch der Würfelanzahl der Schadenspunkte ist, natürlich 5 Schaden ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon Zufall ist oder ob das jetzt im Tutorial sozusagen fest ist. Zug beenden. Okay, ich glaube, das ist am Anfang noch kein Zufall. Eine 1 gewürfelt, ja. Das ist in Ordnung. Manchmal passiert das halt. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. So, der Krieger hat eine Spezialfähigkeit. Du kannst bis zu 3-mal pro Zug neu würfeln. Ja. Eine 4. Versuche es nochmal. Ich muss es nochmal probieren. Eine 3. Jetzt die 6. Okay. Ach so, er muss die aufladen. Ah, jetzt habe ich das verstanden. Jetzt bin ich noch Zorn. Verdoppel die nächste Aktion. Wenn du Schaden erleidest, lädt das dein Limit Break auf. What the fuck? Klicke auf Zorn, um ihn zu benutzen. Was ist? Klick mal auf Zorn. Und eine 6. Ja, dann mache ich jetzt 12 Punkte Schaden. Easy. Danke mit dem Space Marine. Gewonnen! Nächster Level. Wir haben halbe XP fürs nächste Level und eine Münze bekommen. Okay. Äpfel machen dich wieder gesund. Dann sammeln die automatisch auf.
Auch wenn ich nicht draufklicke, wenn ihr rüberläuft. Was weiß ich. Wir haben eine Kampfaxt gefunden. Oh. Macht zweimal den Würfelschaden. Das nehmen wir mit. Der sieht nicht so, der Hitzkopf sieht nicht so gefährlich aus. Wie der Space Marine. Aber das täuscht bestimmt. So. Diese Kampfaxt ist stärker als ein Schwert, aber sie braucht 4 oder weniger. Ah. Das heißt, ich will mit der 5 nochmal würfeln. Mache ich mal. Ach, geh. Yes! Der Hitzkopf. Zug beenden. Manche Ausrüstungsteile verursachen bei Benutzung Statuseffekte. Dieser Feuerball etwa, der ist ganz schön heiß. Was ist denn das? Verbrennt einen Würfel. Muss gerade sein und macht dann Schaden. Verbrennt einfach einen Würfel. Kann ich denn den nochmal? Was? Warum war jetzt irgendwie Limit Break? So, ich würfel erstmal mit dem nochmal. Ah, 3. Die Chance höher zu kommen, gerade durch die 4 zu würfeln, ist nicht so hoch. Damit mache ich 6 Schaden. Ich mache halt Zorn. Dann eh genug Schaden. So, 6 Schaden. Come on, easy. Level 2. Gesundheit erhöht. Und ein extra Würfel. Okay. Beim Level-Up kriege ich volle HP. 3 Würfel. 2 Münzen. Streichholz. Verbrennt ein Würfel. Wiederverwendbar. Aber es ist beim Gegner dann immer, oder was? Hier kannst du die Ausrüstung neu ordnen. Ausgerüstet. Also so viele Slots habe ich. Ich habe ja genug gerade. Und das ist mein Rucksack. Das heißt, ich muss es noch gar nicht umsortieren. Anstoßen. Gewürfelte Zahl plus 1. Passt noch da rein, ja. Ich finde es jetzt schon gut, das Spiel. Ich finde es jetzt schon interessant da oben. Eine Falltür ist der Levelausgang. Da haben wir noch so einen blöden Hufnarr Level 2. Ja, guck du mal. Hufnarr Level 2. Mal ganz kurz gucken, ob die Aufnahme richtig funktioniert. Immer so nebenbei. Das, bin ich ein bisschen paranoid. Gab schon alles. Alles gemacht und dann ist die Aufnahme nicht dabei. Deswegen müssen wir mal kurz warten. So, heute ist der... Doch, läuft. Sieht gut aus. Noch Platz auf der Festplatte? Ebenfalls. Okay, kann weitergehen. Enthusiasmus ist ansteckend, aber lass mich dir ein Geheimnis verraten. 50-50. Es ist Zeit zu sterben. Ein tolles Geheimnis. Angeboren. Hofnarr wechselt jeden Zug die Ausrüstung. Wenn du willst, kannst du dir hier die Fähigkeit deiner Gegner ansehen. Ja, wäre nicht so verkehrt, ne? Schneeflocke friert einen Würfel ein. Ach, okay, 3 Schneeflocken. So, erstmal das. Wie viele Würfel hatten der? 3 Würfel. Hm. 8 Schaden ist schon einfach ziemlich gut. Ich verbrenne mal einen Würfel. Streichholz hier verbrennen. Habe ich jetzt nicht eigentlich einen... 6 Schaden ist schon gut, oder? Ja? 50-50, seit er seinen Würfel einfriert. Okay. Gucken, was der so würfelt. Ist sauber! Ah ne, doch nicht. Ist gerade der verbrannt, den er eh nicht benutzen kann. Schock. Das ist ein Schock, also ein Schadenspunkt, oder was? Ein Schadenspunkt. So, wir stoßen den mal an. Mal
Mache ich 4 Schadenspunkte? Ja. Easy. Warum brennt er nicht mehr? Was hat er da gemacht? Was ist das für ein Skandal? Ach, das macht Schock oder was? Das ist ein Skandal. Was hat er das gehabt? Gerade mit einem. Schwächt ein Ausrüstung. Ja, der Tooltip könnte ein bisschen besser sein. Ich weiß nicht, was Schwächen heißt. Ach, er bezahlt 2 Lebenspunkte, um das zu machen. Das geht, habe ich vorher gar nicht gesehen. Um einen brennenden Würfel wieder zurückzuholen. Okay. Ich könnte jetzt 8 Schaden machen. 13 Schaden könnte ich machen. Und 2 kassieren. Was macht der nochmal? Er schwächt Ausrüstung. Ist das dauerhaft oder nur für dieses Spiel? Ich glaube, das ist nur für die Runde. Sonst wäre es ja super gemein. Und super gemein sind wir hier nicht. Der hat auch voll viel ungerade. Geschwächt 3. Schwächt kurzzeitig zufällig Ausrüstung. Verliert Kraft. Maximal 2, maximal 3. Friert einen Würfel ein. Wie lange ist das denn geschwächt? Kurzzeitig. Das muss ja nur eine Runde sein dann, oder? Guck mal, wer jetzt mit seinem Leben bezahlt. Ja, ist doch nicht so zimperlich. Fehlt 2 Würfel ein. Was ist passiert? Warum? Eingefroren ändert den höchsten Wurf zu einer 1. Ich dachte, da kann man die nicht benutzen. Ich nicht, mit den Statuseffekten bin ich anscheinend noch nicht ganz dabei. Aber ich kann nochmal würfeln, von daher. Der Fisch lieber gar keine Lebenspunkte. Ist eigentlich völlig Wumpe. Also der macht mir ja nichts. Das kostet dauert jetzt ein bisschen. Dann ist ja eh egal jetzt so. Kann ich ja rumtun. Tja. Gewonnen, ne? Easy. Passt schon das nächste Level. Ja, das ist ja viel zu einfach. Das Spiel ja praktisch. Das ist wie bei State of Wild. Da habe ich ja auch eigentlich fast direkt das Spiel durchgespielt. Die ersten Runs. East Clap, sage ich mal. Zauberer Level 2. Kämpfe! So, 28 Lebenspunkte hat er. Kann aufgeben. Was hat denn der für. Okay, das fängt gleich mal ganz anders an. Der hat für jeden Würfel oder für jede Zahl einen anderen Spell einfach. Brauche ich mir gar nicht angucken, das ist irgendwie. Kann ich mir alles nicht merken. Maximal 4 ist schon mal ein guter Start. 2 ist scheiße. Okay, eine 6. Machen wir das so. 8 Schaden. Nochmal 6 Schaden. Und einen Würfel verbrennen wir. Wie viele Würfel hat denn der? Ein? Der hat eh nur einen Würfel. Das heißt, er muss mit 2 Lebenspunkten sich den zurückholen. Würde ich wahrscheinlich auch machen. Wäre doof, das nicht zu machen. Eine 3. Gift. Zu Beginn jedes Zuges verliere ich 4 Gesundheit. Ignoriert Schilde. Jeder Zug um 1 reduziert. Skandal. Dann will ich ihn mal schnell finishen. Damit mache ich schon mal 6 Schaden.
komme ich auf 10 Schaden. Das reicht ja nicht aus. Mit Würfelzahl plus 1. Aber ist ja eigentlich eh wurscht. Oh ne, ist nicht. Doch, genau. Ist doch nicht so. Den noch erhöhen und. Tschüss! XP! Maximale Gesundheit erhöht. Und dann kriege ich auch meine Lebenspunkte zurück, wenn ich auflevel. Sehr gut. Wähle eine Belohnung. Stachelschild. Maximal 5. Gerade Schaden, ungerade Schild. Zweimal Schaden kommt zurück für. Das heißt, ich mache bei mir selber auch Schaden. Was heißt das genau? Kommt zurück für. Das finde ich ein bisschen. Ich mach den Würfelschaden. Was heißt denn, kommt zurück? Das fällt schon auf. Ich finde das sofort sympathisch, das Spiel. Coole Idee. Und. Aber mir fällt sofort auf, dass, wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Into the Breach, was aber auch Into the Breach ist auch einfach das perfekte Spiel von Interface Design, User Experience und solche Geschichten, dass du immer, wenn du eine Frage hast, eigentlich bei Into the Breach immer, wenn du dich irgendwas fragst, was meinen sie denn damit, wie funktioniert das, ist das vielleicht doppeldeutig, wie mache ich das, immer wird es dir erklärt, ist es logisch oder hat ein Tooltip. Hier könnte mir mal auch Schild, aber noch nicht erklärt. Ich kann mir vorstellen, was es ist. Wie lange hält ein Schild die ganze Runde? Ja, das hilft anscheinend gegen Gift, auch schon mal erklärt. Ich nehme den Schild mal. Ich finde den Schild ganz gut, aber da merke ich schon. Oh, ein Schild ist aber auch groß. Kampfaxt, doppelter Schaden, maximal 5. Kann bis 5 Schaden machen. Also bis 4 kann ich Schaden machen. Ich nehme eine Axt und ein Schild auf die andere Hand. So. Na, da merke ich schon, das da gibt es denn irgendwie eine Hilfe oder sowas? Nope, nope, nope. Das muss man halt lernen. Anstoßen. Habe ich jetzt Doppeltes? Kann ich dann Sachen verkaufen später? Bestimmt. So, Pirat Level 2. Bring it. Was macht denn so ein Pirat? Piratenhaken, maximal 5. Schaden, kann bei 5 wiederverwendet werden. Hat 2 Würfel. Kanonenbeschuss, 2 Schaden, 1 Brennen. Okay, dann will ich ein Schild. Hier gibt es das. Blockiert erlittenen Schaden. Ja. Hätte ich mir auch so gedacht. Ich könnte jetzt entweder 8 oder 6 Schaden machen und einen Würfel oder einen Würfel verbrennen. Den muss er dann für 2 Lebenspunkte wiederholen. Läuft im Prinzip aufs Gleiche raus. Aber dann kann ich wenigstens 2 Würfel verwenden. 6 Schaden statt 8 Schaden und einen Würfel verbrennen. Können wir mal 5 Schaden. Schon mal gar nicht so schlecht. Ich jetzt, ach, war ungerade. Kriege ich aber keinen Schaden.
Blockiert es dann jetzt auch den Schaden, den ich hier nehmen würde? Den ich dann ja feststellen. In der Tat, geht doch. Probieren wir mal ein bisschen rum. 6, maximal 4, aber. Ich verbrenne meine Würfel, das Schwein. Aber ich kann Schadenspunkte wieder verhindern, ist eigentlich ganz gut. Sechs, was soll das denn? Wie so hohe. Oh, Piratenhaken verwendet. Die Sau! Limit Break! Limit Break ist irgendwie auch so ein doofer Name. So, jetzt mal vielleicht viel Schaden machen. Was ist das? Ist doch alles Kinderkäse. Zwei Schaden lohnt es nicht. Mein Limit Break hebe ich mir auf. Mein Zorn. Ich lasse die dunkle Seite in mir. Ich kann meinen Zorn noch kontrollieren. Sagen wir so. So, jetzt mal hier die. Eine 4, geht doch. So, Zorn! So. Fand ich okay, habe nicht so viele Lebenspunkte verloren. Guck mal, erstmal ein Apfel. 6 HP, ja gut. Wir voll geheilt, easy. Und da haben wir einen Shop. Oh, ein neuer Abenteurer hereinspaziert. Willkommen bei Dungeons R Us. Ich habe hier ein paar tolle Sachen auf Lager. Brauchst du Sockenwaffen, eine Topfpflanze? Alles nein. Kann ich auch verkaufen? Sondern Würfel Mitternachtszauber 10. Also ich muss da aufladen. Ich muss 10 Punkte investieren und kriege 2 Sechser dafür. Okay. Klaue. Fügt den Schaden hinzu und fügt ein Gift hinzu. Für doppelte Gift. Ich habe 5 Gold. So, für bestimmte Gegner. Gift. Hier wäre auch nochmal Mouse Over nochmal gut, weil ich schon wieder halt vergessen, was Gift ist. Gift ist, dass man so viel Schaden macht und es reduziert sich immer um Runde pro Runde um 1. Wenn ich mit 1 anfange, macht es 1 Schaden und geht dann, ist es danach wieder weg. Klingt jetzt nicht so toll. Man kann natürlich das ganz gut kombinieren mit anderen Sachen, aber nicht in dem. Ich brauche in dem Spiel auch keine Sechse. Mein Inventar angucken geht jetzt hier leider auch nicht. Muss man erst raus. Weil ich habe nichts, was mit gut mit einer 6 synergiert. Also wenn man 6 braucht oder sowas. Maximal 4, maximal 5. Und man kann nichts verkaufen, oder wie? Na dann, gehen wir mal weiter hier in den Dungeon. In den Dicey Dungeon. Level 2 Marshmallow, Level 3 Yeti, Level 3 Sauger. Da haben wir auf jeden Fall was zu essen. Ein Amboss. Gucken, was das ist. Vielleicht Sachen herstellen. Kämpfen wir erstmal gegen Level 2 Marshmallow. Die Musik ist ganz nett. Ist ganz cool, die Musik. Aber kein Vergleich zu der Musik von Automachef. Die Automachef-Musik ist der absolute Wahnsinn. So unfassbar gut. Die hier ist ganz nett. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ist eigentlich schon. Machen wir auf 40. Ändert sich nicht viel. Ups. Okay, kann weiter spielen. Aber die müsste eigentlich okay sein, die Musik. Okay, was kann denn der Marshmallow? Bei den Ungeraden wirft den Schneeball, macht Schaden und friert ein.
Und bei gerade macht er auch Schaden und verbrennt, okay. Die 6 kann ich gerade nicht gebrauchen, schade. 2 und 5. Ich nehme ein Schild erstmal. So ein 5er Schild ist schon super. Machen wir mal 8 Schaden. Und dann haben wir eh nichts mehr. Streichholz verbrennt immer. Ja, finde ich okay. Vielleicht 3 Waffen mitnehmen statt Streichholz und anstoßen, aber dann kann es auch manchmal nicht passen. Vielleicht nehme ich mal andere Sachen mit. Schade, wenn beides gerade ist, oder gerade dann. Ja, der macht aber ganz gut Schaden, der Typ. Wenn ich den jetzt nutze, habe ich ein Schild von, kriege 2 Schadenspunkte und habe ein Schild von 3. Also eigentlich kriege ich einen Bonuspunkt. Ah, sehr gut. Das ist gut, wenn er dann beide Würfel gerade und ungerade hat. Überlegt, ob ich das hier rausnehme, das Streichholz und anstoßen und einfach noch ein Schwert mitnehme. Kampfaxt, Stachelschild und Schwert. So das, den Stachelschild, den schneide ich mir so an den Arm, so an den Unterarm sozusagen, dass ich trotzdem noch eine Waffe haben kann und dann dual-wield ich Kampfaxt und Schwert und habe ein Stachelschild noch. Das könnt ihr euch jetzt schlecht vorstellen, aber wenn man so ein erfahrener Krieger ist wie ich, dann geht das. Kristallschwert. Einmal pro Kampf. Aber dreifacher Schaden. Dreifacher Schaden. Max 5. Mit ein bisschen Glück kann man den gleich wegbügeln. Max 4. Ha. Ja, wir dual-wielden kann jeder. Wir triple-wielden. Der triple-wieldende Krieger. Das geht bestimmt nicht schief. Wir heilen uns mal. Level 3 Sauger. Okay, da bin ich ja gespannt. Der triple-wieldende Würfelkrieger. Ja, 30 HP. Ich kann jetzt 15 Schaden machen. 21. Was kann der denn so? Macht der viel Schaden? Blende 2 Augenwürfel bei einer 6. Saugt Gesundheit ab. Dazu. Erste Hilfe, heilt 8 Gesundheit. Erste Hilfe. Tatsche fügt Schild hinzu, wiederverwendbar. Maximal 2 ist aber shit. Taser. Schock den Feind, das ist ein Schocken nochmal. Was war Schocken? Einfrieren ist der Würfel eingefroren, kann man nichts machen. Brennen kann man den zurückholen für 2 Lebenspunkte und Schocken. Ich habe vergessen, was Schocken ist. Verbessern.
Gibt es auch kein Mouse Over, ist auch ein bisschen scheiße. Auch nicht gut. Ich würde das nochmal angucken können. Ich traue mich nicht drauf zu klicken, ob nicht gleich schon was passiert. So, Kristallschwert. Macht dreifachen Schaden, also 15. Das ist aber schon viel bei den Gegnern, die ich bis jetzt treffe. Normaler Schaden. Es macht 8 Schaden, es macht 15 Schaden. Ich habe jetzt eh so viele Würfel, die ich alle gar nicht verwenden kann. Jetzt habe ich 4 Würfel und kann nur 3 verwenden. Was wird dabei rauskommen, wenn ich das verbessere? Ich probiere es einfach mal. Ich verbessere mal das Kristallschwert. Ah, hier steht es schon. Kristallschwert Plus macht noch genau das Gleiche. Ja, vielleicht verbessere ich dann doch was anderes. Auch nicht so überzeugend. Plus 1 Schaden, immerhin. Schwert plus 1 macht plus 1 Schaden. Das ist auf jeden Fall etwas. Was mit dem Rucksack? Was denn mit dem Stachelschild? Ja, kann ich auch eine 6 reinpacken. Immerhin. Kann ich die Zahl zweimal anstoßen? Kann ich jetzt 1 verbessern? Ups. Ach, fuck, das habe ich mich tatsächlich verklickt. Und es wurde mir auch vorher nicht erklärt, dass es halt nur einmal geht. Kann man sich denken oder kann man ausprobieren? Fuck. Anstoßen plus. Das macht wahrscheinlich immer 2 Schaden. Ja. Dann kann ich noch einen Angriff machen pro Runde. Das Kristallschwert ist schon gut, macht 15 Schaden, maximal 4. Kann ich mal 8 Schaden machen? 15. Müsste ich sonst, wie oft müsste ich denn hier was machen? Aus dem 4 Würfel. Wie oft müsste ich denn angreifen? Also wie lange darf ein Kampf gehen, damit es sich das lohnt? Das Stachelschild, was ich hier jetzt mache, also nach 3 Runden ist halt Schluss. Nach 3 Runden ist das halt besser. Ist halt die Frage, wie lange gehen die Kämpfe? Gehen die mehr als 3 Runden? Mit Zorn? Das ist schon mit Zorn ist natürlich eine ganz gute Kombination. Werden wir es mal sehen. Gucken, gegen Yeti, ob wir mehr als 3 Runden brauchen. Yeti ist schwach gegen Feuer. Ja, gut, dass wir hier die Streichhölzer mit haben. Denke ich mal. Der friert Würfel ein, macht Schaden. Friert Würfel, macht Schaden. Eiszeit friert alle Würfel ein, braucht 2 Einsen, okay. Hat 4 Würfel aber auch. Die Sau. Eisschäbe kann aber auch nur verwenden, ne? Aha. Gucken, was heißt, ist schwach gegen Feuer. Das doppelter Schaden ist noch nicht so schlecht. Dann kann ich das auf 5 hoch. Und dann frieren wir, machen wir Feuer, gucken, was das heißt. Löschen kostet 2 HP, kostet das als Löschen dann mehr HP bei ihm oder was? Gucken wir mal 11. Ja, hat 4 gekostet. Da krieg ich doppelten Schaden durch Feuer. Ja, das Kristallschwert sich auf jeden Fall gelohnt. Wir heilen uns nochmal und dann geht's weiter. Nächste Ebene. Too easy for Martisi. Hier ist ein Level 3 Feuermann. Feuermann ist auch ein geiler Name für seinen Gegner. Der Feuermann. Panzer. Wir gehen erstmal die niedrigeren Gegner. Immer gut. Feuermann ist schwach gegen Eis. Wer hätte es gedacht? 34 HP. Macht ihm Feuer überhaupt irgendwas aus? Bestimmt auch. So. Den werten wir mal auf.
Guck, ob Feuer überhaupt Schaden macht. Ah, bestimmt, wurde nicht gesagt. Ja, normalen Schaden, okay. Wow, wow, der haut ganz schön zu. Limit Break. Das schon beenden können in der Runde. Aber das wollte ich mir aufheben. Den Limit Break. Wer weiß, was hier noch kommt. Panzerkäfer, zwei Klingen. 7 HP. Was gibt's hier im Shop? Ein Angebot, Streichholz, ihr Angebot, Kampfaxt. Das heißt, die gibt mir eine Kampfaxt für mein Streichholz. Habe ich Streichholz nicht? Solche hier auch nochmal Inventar angucken können, wäre wichtig. Ich habe zweimal anstoßen. Ich habe schon eine Kampfaxt. Will ich noch eine Kampfaxt? Kein Deal. Prinzipiell ist das mehr wert. Ach, kann ich aber noch machen. Muss ja mal rausgehen. Ich habe nur ein Streichholz. Das brauche ich auch gerade so. Kann man mal wiederfinden. Kriege ich mal für den Würfel immerhin noch zwei Schaden raus. Nee. Kann ich auch sonst irgendwas machen? Kein Deal. Den box ich, glaube ich, jetzt komplett. 44 HP. Holy shit. Schwach gegen Feuer. So. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Habe ich eigentlich manche Würfel übrig gehabt und das Streichholz nicht benutzt? Ich glaube schon. Habe ich gerade noch mal überlegt, wiederverwendbar, dass ich das ja mehrmals pro Runde verwenden kann. Habe ich bestimmt ein paar Mal verpennt. Ich kann man seine überflüssigen Würfel hier noch verwenden. Aber habe ich gelesen, was das ist? Ach, mir egal, was das ist. Der stirbt, jetzt ein bisschen Schaden gemacht. Aber... Ah, gibt's Level Up. Ja, da noch ein bisschen. Was wir hier finden. 17 AP, ja? Das wird langsam ein bisschen knapp. Hammer! Schock bei einer 6. Was ist denn nochmal Schock? Ich habe keine Ahnung, was Schock ist. Kampfaxt, Hammer. Macht maximal 8 Schaden. 2 Schaden mehr. Bei einer 6 schockt er. Das könnte schon ein Schock. Ich nehme mal den Hammer mit. Kristallschwert. Schwert. Man könnte auch so machen, dass ich das Kristallschwert nur mitnehme. Wie heißt das hier nochmal? Limit Break ready habe, also wenn ich meine Spezialfähigkeit ready habe. Habe ich jetzt ja nicht gerade verwendet. Obwohl doch, ist ja fast wieder danach. Bereits in 2 HP habe ich nicht aufgepasst. Was kann der Panzerkäfer denn? Der hat eine Kampfaxt, verdoppelt den Schaden mit maximal 4. Käferkopfstoß. 5 Schaden sperrt einen Würfel, wenn er 12 Punkte eingesammelt hat, okay. Schockt bei einer 6. Guck mal, was Schocken ist jetzt. Geschockt. Sperrt kurzzeitig zufällig Ausrüstung, kann mit einem Würfel entschockt werden. Ausrüstung ist ja mal das hier. Auch Käferkopfstoß, ist das auch Ausrüstung oder ist das irgendwie eine Ability? I don't know. Okay.
So, zweimal brennen, einmal geschockt. Schönen Status. Anomalien beim Unterbringen. Haha. Ja, muss er es entsperren. Limit Break. Ein bisschen Angst. Erstmal machen wir mal ordentlich Schaden und schocken ihn. Finde ich gut. Ein Würfel kann ich nicht verwenden, was ein bisschen schade ist. Aber ich mache einen Schaden weniger. Und der kriegt dafür... Ich mache einen Schaden weniger, ist besser. Und mache ihm lieber noch einmal brennen mehr. Wäre es nicht besser gewesen, einen Käferkopfstoß zu machen? 7 HP, scheiße. 5 Schaden. Ich muss ihn, glaube ich, diese Runde besiegen, sonst habe ich verkackt. Ich wollte eigentlich meinen Zorn aufheben. Wie kann ich denn machen? Ich mache 6 Schaden. Ich muss meinen Zorn verwenden. Wie der Imperator sagen würde. Oh oh. Zum Level abbekommen. Wieder eine Belohnung. Ausrüstung verbessern. Schildschlag. Doppelte. Ein Schlag mit dem Schild. Was heißt das dann schon wieder? Also ich muss 2 Würfel verwenden. Wenn ich, glaube ich, wenn ich 2 die gleiche Zahl habe, würde ich jetzt denken, mit diesem Gleichheitszeichen. Ein Schlag mit dem Schild. Man kriegt Schild und macht Schaden. Wäre jetzt meine Vermutung. Tooltips, Kinders, daran müssen wir noch arbeiten. An unseren Tooltips müssen wir noch arbeiten. Auch den aktuellen Stand des Limit Breaks, wie dumm das klingt, zu kennen, wäre auch nochmal ganz gut. Eben für die Ausrüstungsentscheidung. Hammer, ich finde den Hammer ganz gut. Maximal 4. Ich nehme die Kampfaxt und den Hammer. Ist auch ein gutes Dual-Wielding. Ich dachte, vielleicht hat sie einen neuen Deal. Oh, Ebene 5. Ich muss mich nicht rein. Kann ich das liegen lassen? Bitte? Das ist für später essen? Kann ich das später essen? Ich kann später essen. Sehr gut. So, Benji hat 5 HP und 4 Würfel. Was kann die denn so? Jammern kann sie, das kann ich auch. Eine 5 bringt Feind zum Schweigen. Das klappt bei mir, wenn ich jammer. Wehklagen. Macht Schaden und friert ein, wenn du eine 6 würfelst. Und Feind verfluchen. Was heißt verfluchen? Wird mir nicht verraten. Wo ist mal das hier? Also ich hätte jetzt gedacht eigentlich, dass ich 2 Würfel investiere und ich mache 6 Schaden.
ist auch dann eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so gut. Fällt mir immer so nebenbei auf, wenn man auch zwei Würfel verbraucht. Aber ich dachte, ich mache jetzt 6 Schaden. Und krieg selber 6 Schild. Aber mir ist beides nicht passiert. Es ist doch kein Combat Lock. Wo ist denn mein Schildschlag hin? Ich will nicht aufgeben, aber... Habt ihr verstanden, was jetzt hier gerade passiert ist? Stille. Spezielle Charakterfähigkeit an Limit Breaks können nicht benutzt werden. Verflucht. Ich mache Schildschaden dann, oder was heißt das? Das heißt, wenn er Schild hat, kann ich ihn entfernen. Aber da kann ich auch mit normalen Schaden machen. Schlag mit dem Schild. 0 Schaden. Da steht auch 0 Schaden. Steht halt kein gestrichelter Würfelschaden. Also ich investiere 2 Würfel und mache 0 Schaden. Ich verstehe den Schildschlag nicht. Also ich verstehe schon, warum er 0 Schaden gemacht hat, weil da halt 0 Schaden steht. Das habe ich halt nicht richtig gelesen, weil ich von was anderem ausgegangen bin. Das ist natürlich mein Fehler, dass ich von anderen Sachen ausgehe. Ach so, ich muss Schild aufbauen. Und so viel Schild, wie ich habe, mache ich dann Schaden. Okay, ja, da, gut, man kann sich das schon erschließen. Ja, ja, doch. Da müsste die... Ja, doch, ja, okay. Ja, gut. Na, da ist halt das, was ich meinte, eine bessere Erklärung. Wäre manchmal schon viel wert. Okay, ist natürlich scheiße jetzt, das Item. Hätte ich überhaupt nicht. Ist ja völliger Quatsch. Bleibt das denn? Muss ich Stille immer erst beenden? Was? War jetzt 50-50 Chance, dass es halt nichts bringt. Sehr schön. Das kann man, glaube ich, weiß nicht, ob man das gut als Karten- und Würfelspiel wirklich so offline spielen könnte. Vielen Dank. Ja, ich habe natürlich ein Item, was mir überhaupt nichts bringt. Weg mit dir, Spack. Auch nicht XP bekommen, immerhin.
Ja, fand ich nicht so gut. Schildschlag, ja, andermal. Kristallschwert. Gegen Kristallschwert gegen Kristallina. Wie schlagen sie mit den eigenen Waffen? Ne, ich glaube, ne, mach ich nicht. Das ist bestimmt dann nicht anfällig für irgendeine Scheiße. Ich kann noch was verbessern. Ich will erstmal dahin. Obwohl, vielleicht erstmal was gucken, was ich bekomme und das verbessern. Dann hätte ich vielleicht doch erst machen sollen. So, hier. Limit Break. Nachher sagen, wo es lang geht. Blende zwei Würfel. Kann ich das dann wegmachen? Könnte ich gesehen werden. Achso. Kann ich trotzdem verwenden. Und dann kann ich rausfinden, ob es geht. Hier noch kein Suicide. Okay, das war ziemlich easy. Aber auch das Kristallschwert mit Zorn geführt. Da wächst halt kein Chaos mehr. Aber eigentlich muss ich erst gucken, was hier ist. So, Kristallschwert raus, weil nicht so zornig. Kampfaxt rein. Gegen Kristallina. Okay, mal gucken, was Kristallina jetzt so auspackt. Die macht zufällige Sachen. Gesundheit wieder her, was nach 4. Noch mehr Lebenskristalle. Limit Break brauchen wir jetzt aber nicht. Easy. Super easy. So, jetzt können wir uns hier gucken, was wir hier finden. Auslöse. Plus ein Schaden für jeden Gift beim Fall. Das sind so Gift-Kombos. Was kriegen wir hier? Mit 10 AP wieder her, könnte wichtig sein. Jonglierball, Ausrüstung, ein bisschen 4 Gold. Oh. Maximal 3, bekomme einen neuen Würfel. Wenn ich so eine wiederverwendbare Waffe hätte oder so, könnte ich dann immer... Also dann lieber nicht einmal wieder benutzen. Dann bekomme ich neun, also mehr Würfel, aber ich mehr Würfel brauche. Ist nicht so wichtig. So, welche Waffen will ich denn verbessern? Wir gucken mal ganz kurz. Ausrüstung. Was trage ich denn so? Hammer, Kampfaxt finde ich eigentlich beides ziemlich gut. Streichholz, Anstoßen plus. Also das Inventar hier mal aufräumen. Rucksack, wie sieht das aus? So.
so eine Sache ist, dass man gar nichts macht, so ein bisschen ärgerlich. Dann kannst du einmal verbessern oder wie kann man auch Sachen zweimal verbessern? Den jetzt gerade nicht, aber kann man solche Kampfaxt plus plus machen? Weil so ist ja irgendwie Quatsch, die Kampfaxt zu verbessern. Ich will mich nicht beschweren, mache ich aber trotzdem. Also ich will eigentlich nicht, aber ich muss ja. Ich verbessere mal das Schwert. Und will mal gucken, ob ich das nochmal verbessern kann. Das heißt, bezahle ich jetzt schon? Ah, ich habe schon bezahlt. Nee, Schwert plus plus geht nicht. Dann ist doch aber dann ist doch Quatsch, Kinders. Nur so als Hinweis. Was, wenn ich jetzt nicht zerbessere, kriege ich das Gold wenigstens zurück? Ja, ist natürlich blöd, wenn man Sachen nur einmal verbessern kann, aber das gar nichts bringt. Außer ich übersehe Schockbeine 6. Max 4. Das wäre noch ein bisschen gut, wenn ich halt irgendwie es nutzen könnte. Sondern nur einen Würfel braucht. Aber. Aber hier ist ja doch. Schild, doch Würfel. Also, das wird irgendwie addiert. Da habe ich ja doch vorhin nicht ganz falsch gesehen. Ich verstehe es immer noch nicht ganz. Dann habe ich es ja doch wieder anders. Mit dem Stachelschild könnte ich mir erst Schild machen, aber es ist irgendwie auch so ein komisches Hin- und Hergeeier. Jetzt hat er übrigens vergessen, dass ich die 4 Gold investiert habe. Oder? Ich hätte vorhin 14. Ja doch. Das hat er jetzt vergessen, weil ich nichts verbessert habe. Kein Early Access, oder? Das Game, ich guck mal ganz kurz, das Game ist komplett draußen. Shop-Seite, mal gucken, Store-Page, das ist Version 1.1. Ist rausgekommen. Ja. Okay, das sollte nicht passieren. Entweder kriege ich das Geld wieder, oder er merkt sich das, dass ich hier noch einen verbessern gut habe. Nicht so dringend. Ärgerlich. Ehrlich gesagt. Sehr ärgerlich. Kristallschwert jetzt nicht zum Aufgeladen habe und auch wenig HP gerade habe. Das sollte nicht passieren. Rattenkönig. Rattenkönig ist stark gegen Gift. Diese Ratten. Limit Break. Der muss immer... Kommt einen neuen Würfel, ich muss das immer 5 aufladen. Okay. Wenn ihr hohe Sachen würfelt, habe ich ein Problem. Spinne. Max Level habe ich jetzt schon erreicht, okay. Ein extra Würfel. Esse ich jetzt trotzdem. Achso, darf ich nicht. Aus Prinzip. Ich habe trotzdem Bock auf den Apfel, was soll das? So, 6. Ebene. Krieger gegen. Oh, Beatrice. Ich habe meine Ausrüstung. Oh, gehabt. Kristallschütze nicht so gut. Hammer, der Schock ist schon ganz praktisch. Streichholz anstoßen.
Welchen normales ein Schaden mehr immerhin. Anstoßen ist schon nicht so schlecht, aber jetzt einfach ein bisschen erhöhen. Mit dem Schocker. Dann noch einmal zwei Schaden immerhin. Die Kombination eigentlich schon ganz gut so. Kristallschwert einmal. Dann mache ich im Schnitt wie viel Schaden? 3, 4, 5. Streichholz. Würfel, die ich nicht verbrauche, kann ich immer in Streichholz stecken. Kann ich immer zwei Schadenspunkte im Prinzip machen. Und also ein Würfel ist immer zwei Schadenspunkte wert. Jetzt muss ich mal gucken. Hier kann ein Würfel 7 Schadenspunkte wert sein. Mit Zorn kann ich vielleicht zwei Sachen schocken. Verdoppelt das auch den Schock? Man hat schon dreimal in die Runde drei Runden. Aber ein Bosskampf geht bestimmt länger als drei Runden. Ich probiere es mal so. Okay. Noch ein Würfel. Naja. Ja. Würfel's. Komm du mal nach Hause. 70 HP. Was kann die denn so? Das muss sie aufladen. Bienenstich mit 5. Gegen solche ist auch Schock gar nicht so gut, weil das irgendwie. Sie hat ja genug Abilities sozusagen. Jetzt musst du dann die Flucht treffen. Weicht den nächsten Angriff aus. Okay, wir können sie erstmal schocken. Wir können 7 Schaden machen. Und den Rest können wir einfach ein paar Streichhölzer rüber schicken. Weil sie muss den. Der Schock muss sie halt gar nicht. Muss was machen. Jetzt hat die mich geschockt, ich habe nicht aufgepasst. Die verursacht einen Schock. Scheiße ist das. Okay, eine 6. Okay. Ach, Zorn muss ich auch mal verwenden, nicht Depp. Autsch. Das ist nicht gut. Zweimal geschockt auch immerhin, das ist gar nicht so verkehrt. Noch 7 Schadenspunkte und wir brennen einen Würfel. Ich muss den erst freischalten. Ich müsste sie jetzt langsam mal besiegen. Dann habe ich ein Problem. 16 Schadenspunkte. 6, 13 kann ich machen. Oh, das verliere ich.
muss zweimal Zorn. Ich habe es einmal eine Runde auch verkackt, den Zorn, sonst hätte ich den jetzt. Ich glaube, sonst könnte ich es schaffen. Ich habe einmal die Spezialfähigkeit nicht angewendet. Hätte ich es eine Runde früher gemacht, hätte ich die jetzt nicht wieder ready, glaube ich. Müsste ich. Und dann könnte ich nämlich jetzt genug Schaden machen, weil ich doppelten Schaden machen. Und dann hätte ich genug. Hätte ich 5, 13. Vielleicht auch nicht. Doch, hier 10. Ja, ich könnte auf genug kommen, dann je nachdem, ich bis dahin spielen kann. Oh oh. Ja, auch zu hoch gewürfelt. Sind niedrig gewürfelt. Mit ein bisschen Würfelglück hätte es auch noch was werden können. Krieger wurde besiegt. Ein Dieb freigeschaltet. Na dann. Da gibt es noch mehr Klassen, die man freischalten kann. Ja, das war auch ganz witzig, trotz allem. Lustig. Man merkt schon, ich glaube, was der Spaß daran sein kann. Und ja, es erinnert schon so ein bisschen an Slay the Spire, obwohl das noch ein bisschen komplexer wirkt. Ein bisschen davon, welche Items man hier bekommt. Aber man hat schon mit dem Gift zum Beispiel gesehen und dem Schild. Also gibt es schon Kombinationen, die man sich da aufbauen kann. Man muss erstmal die Grundlagen verstehen, also die ganz basic Grundlagen sind nicht so schwer, aber dann schon, wie funktioniert Gift genau und Schild und Schildschlag und andere Status von Marlin. Und da ist so ein bisschen das Problem von dem Spiel. User Experience, Schrägstrich User Interface, das mehr Informationen, das an vielen Stellen, dass man immer theoretisch die Möglichkeit hat, Mouse Over zu machen. Was heißt dieses Status an Marlin nochmal genau? Wie funktioniert das? Dass Sachen besser erklärt werden. Das fehlt hier noch ein bisschen. Oder sowas wie in dem Shop, dass ich nochmal einen Schritt zurückgehe, um was zu gucken. Eben, weil ich nicht ganz sicher bin, wie das funktioniert. Und dann ist einfach ein gekauftes Upgrade weg. Das sind so Kleinigkeiten. Das ist jetzt nicht super schlimm, aber man merkt, dass da halt da nicht ganz so viel Sorgfalt reingeflossen ist. Und das macht halt manchmal den Unterschied zwischen einem guten und einem sehr guten Spiel aus. Ich fand es ganz witzig. Ich habe vorher schon angekündigt, dass ich das eigentlich nur vorstellen möchte. Und das bleibt erstmal auch. Wenn euch das jetzt super gefällt und ihr unbedingt mehr sehen wollt, könnt ihr nochmal gucken. Das ist so ein Spiel, was man immer mal eine Runde spielen kann. Aber ansonsten war es das an dieser Stelle. Ich habe euch Dicey Dungeons mal gezeigt. Ihr könnt euch das kaufen. Auf Steam zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es das sonst woanders noch gibt. Ich habe es auf Steam. Und inzwischen Version 1.1 raus. So ein Spiel, was man immer mal gut eine Runde zwischendurch spielen kann. Sehr spaßig. Dann vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.